können wir starten. Herzlich willkommen zu unserem Training Keine Angst vor Prüfungsangst. Ich freue mich, dass Sie alle heute hier sind und ich bin gespannt darauf, wie wir die 6 Einheiten hier gemeinsam nutzen, um Strategien zu entwickeln, wie man mit der eigenen Prüfungsangst umgehen kann. Bevor wir jetzt mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen, möchte ich Ihnen aber noch unseren besonderen Gast vorstellen, unseren Praktikanten. Er lernt gerade die zentrale Studienberatung kennen und ist seit dieser Woche auch in der psychologischen Beratung mit dabei. Was für unser Training hier total interessant ist, er ist selbst sozusagen Spezialist für Prüfungsangst. Und Felix, am besten stellst du dich einfach kurz selbst vor. Ja, hallo. Ich mache das jetzt mal wie in so einer Selbsthilfegruppe. Ich heiße Felix und genau, ich habe Prüfungsangst. Okay, Moment mal. Pause. Ich glaube, das muss ich erklären. Wie bin ich jetzt doch in die zentrale Studienberatung gekommen und nehme dann auch noch am Studientraining zur Prüfungsangst teil? Begonnen hat alles am Anfang des 5. Semesters, als ich gerade aus Maastricht zurück war. Weg. Christ, die ist seit 2013 abgelaufen. Dann gehört sie dem Vormieter. Ich würde sie jedenfalls nicht mehr essen. So, ich muss los. Arne wartet unten auf mich. Ich frag mal lieber nicht, wer das ist. Scheint ja was Ernstes zu sein, so wie du dich rausgeputzt hast. Nee, das ist wegen dem Praktikum. Arne bringt mich nur hin. Ist das too much? Oh, ich wollte einen guten Eindruck machen. Na, ich hab meinen ersten Tag. Wann geht's bei dir los? Was für ein Praktikum? Schau doch mal im Studienverlaufsplan nach, was in diesem Semester so auf dem Plan steht. Du bist echt ein Depp. Ja, ja klar, das Praktikum, das weiß ich. Ich hab auch schon was in Planung, das läuft richtig gut. Okay, ich hab's verpennt, Paulerchen, bitte, kannst du mir nicht noch ein einziges Mal die Uhr leihen? Du weißt schon, die Zeitreiseuhr. Im Leben nicht. Erstens habe ich die Uhr nicht mehr, die ist im Labor. Und zweitens löst du damit deine Probleme nicht. Wo soll ich denn jetzt einen Praktikumsplatz herbekommen? So kurzfristig. Ich weiß auch überhaupt nicht wie. In Vorstellungsgesprächen stotter ich immer nur rum. Du weißt schon, da ist diese blöde Angst. Du schaffst das schon. Du musst der Angst einfach die Macht nehmen. Ja, das schaffst du eh nicht. Wie denn? Du musst die Angst entzaubern. Du musst sie dazu bringen, ihre Maske abzulegen, damit du sehen kannst, wie harmlos sie eigentlich ist. Probier's mal hiermit. Was ist das? Mein neuestes Projekt aus dem Forschungskurs bei Professor Dr. Dr. Taros. Wahrheitsherum? Ist das... Genau. Und jetzt leg los. Danke. Ja, schönen guten Tag. Felix Klemper ist mein Name. Ich rufe an, weil ich fragen wollte, ob Sie Praktikumsplätze vergeben. Ja? Das ist super. Es gibt aber ein kleines Problemchen. Es ist nämlich so, dass das Praktikum schon nächste Woche beginnen müsste. Nächste Woche? Das tut mir leid, es könnte Ihnen frühestens in 2 Monaten was anbieten. Oh je, ja, Spontanität ist ja gut, aber das ist leider echt ein bisschen zu viel. Also das können wir nicht leisten. Nein. Nächste Woche? Nee. So kurzfristig, nee. Ha ha ha!
ist nicht dein Ernst. Warum sollten die gerade dich nehmen? Geh weiter. Die lachen dich nur aus. Halt die Klappe. Herein. Na? Wie ist es? Setz dich. Ach was. Sind dir die Plakate ausgegangen? Sehr lustig, wirklich sehr lustig. Du weißt doch schon, dass das nichts wird, dass du wieder keine Chance hast. Du musst die Angst entzaubern. Du musst sie dazu bringen, ihre Maske abzulegen, damit du sehen kannst, wie harmlos sie eigentlich ist. Dann sag mir doch. Was muss ich tun, damit du mich nicht mehr völlig aus dem Konzept bringst mit deinen blöden Plakaten? Warum sollte ich dir das sagen? Ja. All diese Plakate sind deine Gedanken, die dich so quälen und lähmen. Du könntest sie natürlich einer Realitätsprüfung unterziehen, indem du dich fragst, ist es wirklich so? Du könntest auch hedonistisch kalkulieren und dich fragen, wie hilft mir der Gedanke, dass ich mich gut fühle? Was sage ich denn da? Also ich höre jetzt auf zu reden und ich erzähle dir auch nicht, dass du einen Rollenwechsel vornehmen und dich fragen könntest, was würde ich einem guten Freund raten, wenn er an meiner Stelle wäre? Verdammt! Was sage ich denn da? Ich kann überhaupt nicht aufhören zu reden. Was ist denn los mit mir? Es gibt auch die Möglichkeit, dass du zeitlich relativierst. Hier müsstest du dich fragen, was würde ich später in einem Monat, in einem Jahr oder in 5 Jahren darüber denken? Du könntest natürlich auch entkatastrophisieren und dich fragen, was würde im schlimmsten Falle passieren? Warum erzähle ich dir das überhaupt an? Das ist doch mein Geheimnis. Warum legst du nicht den Fokus auf deine Kompetenzen und fragst dich, wie du bisher ähnliche Situationen gemeistert hast? Als letztes wäre die Option der Sinnfindung. Da müsstest du dich fragen, was kann ich aus dieser Situation lernen? Und wenn du diese Strategien anwendest, dann kannst du die Angstgedanken umkehren, in die Kraft nehmen und ich verstehe überhaupt nicht, was ich da gerade sage. Ich verstehe es nicht. Dankeschön. Hallo. Hallo. Sie kommen wegen des Praktikums? Ja, genau. Ich habe mich im Infocenter angemeldet und bin dann an Sie verwiesen worden. Genau, habe ich schon gehört. Setzen Sie sich. Danke. Ja, dann erzählen Sie mal was von sich. Du kannst einfach gar nichts. Stimmt das? Kann ich gar nichts? Wer hat denn seine mündliche Prüfung im 2. Semester bestanden? Wer hat denn seinen Musikauftritt in Holland hinbekommen? Was bringt es mir jetzt, mich zu fragen, ob ich gar nichts kann? Es wäre doch viel sinnvoller, zu fragen, was ich kann. Ja, würde Paula sagen, dass ich wirklich gar nichts kann? Und was werde ich wohl in 5 Jahren sagen, wenn ich daran denke, was ich mir hier für einen Stress mache? Wegen so einem lausigen Praktikumsplatz. Ja, und selbst wenn ich es nicht kriege, daran scheitert mein Studium nicht. Ich habe das Referat für Jenny völlig unvorbereitet gehalten und das war mega gut. Also kriege ich das hier doch auch hin. Und nächstes Mal kümmere ich mich einfach früher darum. Dann bin ich auch für so ein Vorstellungsgespräch viel besser vorbereitet. Wieder was gelernt, das passiert mir nicht nochmal. Aber jetzt... Ja, hallo. Ich heiße Felix Klempau und ich würde hier gerne ein Praktikum machen.
Ich weiß, dass ich ein bisschen spät dran bin, aber... Und so habe ich den Praktikumsplatz doch noch gekriegt. Nicht so schnell, wie ich es gerne gehabt hätte, aber wir haben einen guten Kompromiss gefunden. Und so fand ich mich dann plötzlich im Studientraining zur Prüfungsangst wieder. Ich mache das jetzt mal wie in so einer Selbsthilfegruppe. Ich heiße Felix und genau, ich habe Prüfungsangst. Ich habe damit auch echt schon eine Weile zu kämpfen und sie hat mich im Studium auch wirklich schon einiges gekostet. Aber ich würde euch gerne davon erzählen, wie es mir gelungen ist, besser damit zurechtzukommen. Ich habe nämlich schon viele Strategien, die wir hier auch im Training besprechen werden, ausprobiert. Und ich bin echt begeistert, wie gut die funktionieren. Also klar, das war es. So kam ich erfolgreich durchs fünfte Semester. Und mir hat das Praktikum echt Spaß gemacht und es hat mir geholfen, die Prüfungsangst noch weiter von mir wegzuhalten. Langsam näherte sich das Ende meines Bachelorstudiums und ich konnte es manchmal kaum glauben, dass es mir trotz meiner Prüfungsangst gelungen war, so weit zu kommen. Ich ahnte nicht, welche Herausforderungen und Hürden auf den letzten Metern noch auf mich warten sollten. Aber dazu mehr im sechsten Teil. Manchmal ist es auch gut, Angst zu haben. Angst ist nicht nur unser emotionales Warnsystem vor Gefahr. In vernünftigem Ausmaß ist Aufregung in Prüfungssituationen sogar förderlich für die kognitive Leistungsfähigkeit. Unser Denken beeinflusst unser Verhalten und unsere Gefühle. Positive Gedankeninhalte steigern nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Leistungsfähigkeit. Wenn wir in Prüfungssituationen manchmal das Gefühl haben, von Ängsten gelähmt zu sein, können wir auch hier Einfluss darauf nehmen, was wir denken und die Angstgedanken umdeuten. Mit verschiedenen Techniken können Sie lähmenden Ängsten die Kraft nehmen, sie umdeuten. Wichtig ist dabei, in Prüfungssituationen die Ruhe zu bewahren und zum Beispiel die Angstgedanken einer Realitätsprüfung zu unterziehen. Und jetzt sind Sie wieder dran. Sammeln Sie Angstgedanken, die Ihnen aus Prüfungssituationen vertraut sind. Versuchen Sie dann, die Techniken zur kognitiven Umstrukturierung anzuwenden und beobachten Sie, ob den Ängsten dadurch die Macht und die Kraft genommen wird.